Hossa Internet, man glaubt es kaum, aber der Entwickler Valve hat tatsächlich ein neues Spiel angekündigt. Bevor ihr jetzt aber einen Half-Life-bedingten Herzinfarkt kriegt, so wild ist es dann doch nicht, denn im Rahmen des Worldwide Invitational hat Valve Artifact angekündigt, ein Trading-Card-Game, das im Universum von Dota spielt. Da zu sehen war nur ein erster Teaser, in dem sich das Logo des Spiels so langsam aufbaut. Wirkliche Spielszenen gab es nicht zu sehen. Es wurde aber angedeutet, dass man auch in diesem Trading Card Game übliche Dota-Elemente wie Barracks, Lanes und Creeps hat. Nur wie genau das funktioniert, haben sie noch nicht angekündigt. Man sollte sich aber nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen müssen, wenn man annimmt, dass das sich so ähnlich spielt wie die Platzhirsche Hearthstone, Gwent oder Elder Scrolls Legends. Das Spiel soll dann im Jahr 2018 erscheinen. Hoffentlich gibt es auch bald mehr Infos dazu, wie sich das spielt. Gut aufgenommen wird diese Ankündigung übrigens vor allem auf YouTube nicht. Da wird der Trailer von enttäuschten Half-Life-Fans regelrecht in Grund und Boden gevotet. Und nochmal Kartenspiel, denn auch der Entwickler Gearbox experimentiert mit einem Trading-Card-Mix. Die wollen nämlich Ego-Shooter und Sammelkartenspiel mischen in einem Projekt, das auf den Titel Project 1v1 hört, also 1v1, einer gegen einen. Man möchte nämlich da die Aufregung eines 1-gegen-1 Ego-Shooter-Duells mischen mit der strategischen und taktischen Vielfalt eines Sammelkartenspiels. Dazu braucht man Tester und man kann sich auch jetzt über die offizielle Webseite des Spiels zu einem geschlossenen Test anmelden. Der soll in diesem Sommer auf dem PC stattfinden und von da aus möchte man dann weitersehen, wie man dieses Konzept verfolgt. Viele Infos zum Spiel, wie das funktioniert, gibt es auch in diesem Fall nicht. Die ersten Artworks dazu sehen aber so aus, als würde sich das Ganze eher in einem futuristischen Szenario angesiedelt sein. Das wird aber vermutlich nichts mit Borderlands 3 zu tun haben. Also, if you're a customer that's looking forward to a future Borderlands game, we're working on it. We'll get you soon. Der Publisher Ubisoft expandiert und eröffnet ein neues Entwicklerstudio im schwedischen Stockholm und die Studioleitung da übernimmt ein alter Bekannter. Denn Mr. Battlefield, Patrick Bach, wird da der neue Studiochef und der hatte zuvor ja bei DICE gearbeitet, die ebenfalls in Stockholm sind. Für ihn ist es also keine weite Reise. Dieses Studio soll zusammen mit den The Division-Entwicklern von Ubisoft Massive zusammenarbeiten. Ubisoft Massive sitzt ja in Malmö und das erste Projekt, was die zusammen angehen, soll die neue Spielumsetzung der neuen Avatar-Kinofilme von James Cameron sein. Bei dieser Niederlassung sind rund 100 Stellen eingeplant. Das war's für heute mit den News. Die nächste Folge gibt's dann morgen. Bis dahin, weiterspielen.